Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, ich stehe vor Zed zu Hause. Wer nicht weiß, wer Zed ist, wir müssen für Soltan irgendwelche Gewinnkarten besorgen, die so Ultra Auflage von nur einen, also Unikate irgendwie sind. Ich habe schon gesagt, ich komme mir vor irgendwie in so einem billigen Magic-Spiel. Und warte mal, habe ich jetzt schon das Art ausgerüstet? Irgendwie hat der Zed wohl Probleme. Ich muss mal hier pammen. Hallo! Ein gefährliches Spiel. Das ist jetzt... Ist das der Healer? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was für eine Rolle dieser Zed hier spielt. Oh! Oh, oh! Ich sehe einen Toten! Alles klar. Zed ist Kapaisa. Das dürfte Zed sein. Ja. Das lief jetzt ein bisschen unglücklich, ne? Der letzte Wunsch ist ein Buch, jetzt nicht seiner. Ist jetzt nicht sein letzter Wunsch. Nee, ich dachte, der wäre was. Ich hab's heute auch irgendwie. Es ist auch der Rekordtag von der Hitze her. Wenn wir gerade über 39 Grad. Es ist einfach nicht auszuhalten. Oh. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Zed rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich's etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart rangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Den kennen wir doch. Och nee. Ich wollte gerade sagen, nicht boxen. Aber ihr habt mir jetzt schon neue Tipps... Tipps gegeben, wie man das Boxen machen kann. Okay, der ist tot. Und dich haben wir gerade unten gesehen. Du standst da noch unten. Okay, er ist tot. Die bringen echt den Zed für so eine blöde Gewinnkarte um. Die haben was gesucht. Klar haben sie was gesucht. Das ist wieder deine beste... Ne? Bist wieder voll auf der Höhe, Geralt. Ich merke schon. Ich will eigentlich nichts von euch. Okay. Die haben was gesucht. Ja. Isengrim. Isengrim Farwiltiane aus dem Skoyatel-Deck. Wie viel die Karte wohl wert ist? Na, wahrscheinlich. Sie ist ja ein Leben. Das Kassenbuch lohnt wohl die Suche. Da haben die den Zed echt wegen so einer blöden Karte umgebracht. Ich pack's ja nicht. Gib mir das Zeug. Kassenbuch. Ich hab's. Das dürften die Namen der Leute sein, denen Zed Karten verkauft hat. Da sollte Soltan mal einen Blick reinwerfen. Ja, wir aber auch. Pass auf, das gönnen wir uns. Können wir das mal sortieren hier? Gut. Questgegenstände. Kassenbuch. Das die Ausgaben. Stahlschwert neu. An Fabian Olivier. Mottenzerfressener Mantel braucht man nicht. Hier, Isengrim. Die Karte. Ja, Ravik. Und wir suchen die Fringilla. Die ist bei Cäsar Bilsen. Und drei polierte Faunopale. Warte mal, da gibt es aber noch eine dritte Karte. Wo ist die dritte? Scheiße. Ach, Soltan, ey, wegen so blöden Karten jetzt hier. Okay, wir haben jetzt die Schüssel. Bringe die Karte und setz Kassenbuch zu Soltan. Oh, habt ihr gehört? Die Hure hat uns gerade einen Rabatt angeboten, weil wir Heldentaten vollbracht haben. Yay. So, Soltan. Oh, halt. Soltan? Geralt? Geralt, Soltan. Du, ne, wegen dieser Karten. Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Tja, die Angelegenheit wird brenzlig. Soltan, bist du sicher, dass diese Sache nicht zu gefährlich wird? Ich meine, es sterben Leute wegen dieser Karten. Nur Zed. Und glaub mir, der war kein unschuldiger Passant. Außerdem hast du seinen Mördern doch bestimmt den Garaus gemacht. Also ist alles in Ordnung. Erzähl mir lieber von den anderen Karten. Ich weiß nur noch von einer. Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfick, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal,
Ich habe Sets Kassenbuch. Zeig mal. Den Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Aber Ravi hat eigentlich die Karte, oder hätte eigentlich die Karte haben, hätten sollen tun müssen, die ich dir gerade gegeben habe. Wer ist denn Ravi? Ravi? Wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalies-Karte her hatte. Ich hab ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Etwas frostig, verstehe. Und wer ist Cäsar? Wer ist Cäsar Bilsen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Na gut, dann versuche ich mal, die anderen beiden Karten noch zu holen. Sultan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche, dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Cäsar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen. Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Und du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel, dann gibt er nach. Also, viel Glück, Geralt. Beim Platz des Hierarchen ist mir noch nie ein goldenes Haus aufgefallen. Wahrlich, noch nie. Mittlerweile weiß ich sogar, wie es lang geht. Glaube ich. Ja, ich sehe dir äußerst verdächtig aus. Mal wieder. Platz des Hierarchen. Goldenes Haus. Echt noch nie gesehen. Der Wind heult. Der Wind heult. Die Brise bläst. Ich hab keine Ahnung. What? Sultan! Wie? Ach komm, so wirklich golden ist das ja nun wirklich nicht. Na gut. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich war noch nicht im Stör. Macht nichts. Ravi läuft schon nicht weg. Nehmen wir uns erstmal Cäsar Bilsen vor. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Ja, hoffentlich nur das und nichts anderes da oben. Tja, wäre es nicht irgendwie einfacher, wenn wir ihm die Karte einfach abkaufen würden? Können wir ihm die Karte nicht einfach abkaufen? Wäre das nicht unkomplizierter? Wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mich nach Porvis absetzen. Cäsar würde Fringilla außerdem niemals verkaufen. Aber keine Sorge, er wird schon nicht so schlecht wegkommen. Ich habe eine Flasche Mahakama-Schnaps für ihn. Der feinste Geschmack der Heimat ist einem Exilanten doch mehr wert als eine blöde Karte. Sagtest du nicht, Cäsar tränke nicht? Nein, ich sagte, man könne nicht mit ihm trinken, weil er sein Haus kaum noch verlässt. Da kann man ihn außerdem abfüllen wie eine Priesterin. Nach 3 Runden können wir bestimmt mit dem kompletten Kabinett rausmarschieren und dabei 3 Jungfrauen von Vico Varro schmettern. Oh, das will ich hören. Was ist sonst noch im Kabinett? Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst's als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Oh, wahrscheinlich beides zusammen. Chiwai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Oh, natürlich. Ja, neulich habe ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Ponta? Klar doch. Dieses Gewäsch erträgt ja keiner nüchtern. Kommt rein.
Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe! Ich hab also unlang mit Thymian... Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Ich mag keinen Fisch. Beschissen. Man kann... Man kann wirklich sagen, beschissen. Das Wort umlang gibt es nicht. Ich sag mal, ich muss das sagen. Es tut mir so leid. Beschissen. Also gut. Schnappt eure Ruten. Wir gehen zum Ponta. Das Gelaber lasse ich nicht so stehen. Nicht in meinem Haus. Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Bathilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kerl Mohan? Pumpen. Oh Gott. Wir müssten eigentlich langsam nach... Entschuldigt mich bitte einen Moment. Eigentlich müsste ich nach oben gehen, aber... Es ist aber zu gut. Bomben. Was? Wie? Bilsen, hast in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Gleich. Gleich. Jetzt? Hast du vergessen, warum wir hier sind? Wie sollen wir uns mit einer Flasche betrinken? Na schön, na schön. Oh, schade. Oh, schade. Ich dachte, wir können Soltan noch ein bisschen quälen. Was oh, Soltan, es tut mir leid. Welt? Ich angle nicht mehr mit dir. Oh Gott, das ist viel zu untersuchen. Was letztes Mal passiert ist? Ich guck nur mal rein. Lalala. Was reden die noch? Ach, nicht aufhören. Ach, schade. Ich dachte, man hört sie noch. Ach, das war zu gut. Zu gut. Bomben. Aber ich mag echt auf Fisch überhaupt gar nicht. Also, von daher, das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Wie, mit der... Es bewegt sich. Die Schublade ist offen. Ein Schlüssel. CSI Geralt. Aktiviert. Da. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Passt perfekt. Ist da Geheimtür jemand? Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Klassiker. Ach, hier nimmt man noch mit. Jo. Ein zweites Stockwerk. Naja, irgendwie fehlt das ja dann auch. Oh, oh Gott, ich dachte, da steht einer... Tafelgeschirr, von dem Kaiser M. hier bei der Krönungsfeier speiste. Das ist also die Kuriosität. Oder das Kabinett im Allgemeinen hier. Ja, was war da noch? Jadefigur, ein Questgegenstand. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Ja, wo, ich will immer noch wissen, wo sie ist. Das hat sich ja irgendwie verkrümmelt. Dolch des Wattier de Rideau. Tja, ne, oh, und... Oh. Wir haben echt... Wir klauen alles. Aha. Ah, hier ist Fringilla. Was ist das hier für ein Seil? Warte. Henkerseil des Stefan Skellen. Skellen. Sagt mir nichts. Joachim de Wettschädel. De Wett? Ziemlich düstere Kuriosität. De Wett sagt mir irgendwas. De Wett. Und er hier. Nee, ich wollte... Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand.
geht eigentlich, ne? So von der Kuriosität her. Porträt des Kaisers M hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Ja, es geht, ne? Hat er ganz gut getroffen. So, war's das? Hier liegt ja noch was. Eine goldene Saphirkette. Tja, jetzt liegt da nichts mehr. Es ging eigentlich, ne? So übel war es jetzt hier gar nicht. Ich dachte schon, ja, hier ist allerlei, aber nicht sowas. Gut. Sultan. Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Oh, das ist jetzt keine... Nö. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wenn Hacker wüsste, dass ihr was von uns wollt... Dass sie dich geboren hat. Ach, das ist schon wieder Boxen, ne? Wieso... Nee, kein Boxen. Aua. Ah. Oh. Was ist mit dem Zwerg da passiert? Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Ungünstiger Zeitpunkt, da gerade reinzustiefeln, wenn Geralt und Sultan da sind. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Ja. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Was soll denn? So kannst du auch nicht drüber reden. Ich habe mir Caesars Kabinett angesehen. Ich habe mir oben Caesars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir... Joachim de Wets Schädel, Vatier de Rideaus Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Kram. Nein. Ach, wenn du meinst. Ich habe auch eine Figur gefunden. Einen nilfgaardischen Soldaten. Auf ihr liegt irgendein Zauber, aber ich kann nicht sagen, was für einer. Triss dürfte das wissen. Gute Idee. Ich bringe sie ihr vorbei, wenn ich dazu komme. Oh ja, oh ja. Dann wissen wir endlich auch mal, wo Triss ist. Wenn wir sie jetzt noch besuchen können, das wäre echt schön. Aber wie gesagt, ich dachte, das Kabinett ist da noch ein bisschen ausgefeilter. Vielleicht so in die devote Richtung. Und was hat er ja da mal gemeint, unser Sultan? Dafür ging es ja noch. Gut, ist halt ein Anhänger von Nilfgaard. Naja, Zeit, Ravi zu besuchen. Die Nathalies Karte ist die einzige, die noch fehlt. Wird Zeit, Ravi aufzusuchen. Mach das. Ich gehe zum Käufer und mache einen Treffpunkt für die Transaktion mit ihm aus. Bis dann, Geralt. Ja, bis gleich, ne? Ich rausche da hin und du kommst da eh hinterher. Oder bist schon da, wenn ich ankomme? Na, das ist doch klar. Ich hab dich im Blick, Weisheit. Und dann wieder zu Triss. Oh, ich freue mich total. Ich weiß auch nicht, warum ich... Also es ist ja auch echt in den Büchern anders. Also Yennefer wird ganz anders beschrieben in den Büchern. Das habe ich auch schon mal mit euch so kommentarlich mal ausgetauscht, aber noch nie wirklich so gesagt. Also Yennefer ist hier sehr bodenständig, war sie schon immer, aber sie war einfach freundlicher, irgendwie freundlicher. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Sie wirkt so ein bisschen zickig schon teilweise hier in dem Spiel. Bin ich hier richtig? Ja, ich glaube schon. Deswegen bin ich auch ein ganzer Fan von Triss geworden. Also, ist unheimlich sweet, die Kleine. Huch, muss runter, ne? Muss ich runter oder hoch? Dockarbeiter. Was hat dich denn da drauf lassen?
Ein Geist, es war ein Geist. Ah, hier. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Oh nein. Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Ach, scheiße. Ich werde verlieren beim Gwind. Oh, nee. Oh, Mann. Warum muss ich eigentlich hier immer jeden aus der Scheiße ziehen? Das kann doch nicht sein hier. Da kommt man an und alle sind im Bedrängnis. Ravi, es tut mir echt leid, aber ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Ich kann mit Ravi nichts anfangen, kann ich nicht sagen. Wir müssen mal spielen. Oh Gott. Also gut. Ha, und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Spielen wir, spielen wir! Ich habe nur dieses Anfangsdeck. Also, Gewinnspiele verwenden. Ich muss den irgendwie retten. Scheiße. Ja, und diese. Ja, okay. Yo. Das kennen wir doch alles schon. Ja, lass mich zum Spiel. Sonderkarten, ja. Huch. Ach so, pass auf. Also, mir fehlt hier noch irgendwie eine Karte. Finte, was ist ein Finte? Wenn dir die Bauern ausgehen, geben Köder auch nur gutes Fallfutter ab. Hm. Wow, ist ein Dummy oder was? Spott 02. Ach du Scheiße, was ist er hier? Bin Kriegsveteran. Der hat diese enge Bindung. Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Also nur gottverdammte Infanterie zu Infanterie oder was? Ach so ein Scheiß. Ich kann sie jetzt aber nicht mit reinnehmen, ne? Du kannst jetzt... Ich will es verlassen. Ja. Fortfahren. Hab ich den jetzt zweimal drin? Jo. Ach Gott. Sonderkarten, 6 und 10, wie sind meine Mama? Stärke? Spiel starten. Oh mein Gott. Ich will so verlieren. Oh. Glirrende Kälte. Das sind die jetzt, die ich habe, ne? Leg eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Wieso sollte ich das tun? Wir haben zwei Bogen. Ach, das ist doch einfach nur Dreck, ist das. So ein Shit. Wir nehmen. Na, wir legen Schäden ab. Moralschub, versteck deine Einheiten. Eins. Okay, Rundenbeginn. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Es ist völlig wurscht. Wir versuchen, den jetzt zu retten und ist gut. Okay, er spielt einen Typen aus. Wir könnten die beiden sozusagen spielen. Ich muss immer darauf achten, dass wir... Wir spielen ja zwei Runden, das weiß ich schon. Tja. Philippa, was... Ah nee, das ist Sheila. Ich verwechsel die beiden immer. Sheila und Philippa. Ich nehme jetzt hier den. Nee, Quatsch, den da. Ach, ich habe den gespielt. Scheiße. Mhm. Wieso ist der denn jetzt auf meiner Seite? Was macht denn der? Warum hat der so ein Auge? Spion, lege diese Karte auf das Schlachtfeld deines Gegners. Sie wird auf die Gesamtstärke deines Gegners angerechnet. Was? Auf meine? Echt? Und ziehe zwei Karten vom Nachziehstapel. Aber das Spionieren bringt ihm jetzt nicht, oder? Ich spiele den da. Jo,
Enge Verbindung. Ja, leg ihn hin. Oh Gott. Oh, der bufft den jetzt? Oder wie soll ich das sehen? Lege diese Karte da immer um denselben... Nee, ist keiner mit gleichem Namen. Dann mache ich das mal mit dem gleichen Namen. Jo. Und zack, sind die gebufft. Ha. Er spielt einen Fernkampf. Puttkammer. Oh, wie ich das hasse. Nee, weg. Ich kann doch die Belagerungs... Ich habe selber eine Belagerung draußen, ne? Klirrende Kälte ist das Beste an Frost. Leichen verwesen nicht so schnell. Okay, setze die Stärke aller Nahkampfwaffen beider Spieler auf 1. Das wäre jetzt gerade ein bisschen schlecht. Setze die Stärke aller Fernkampfkarten. Das ist gut, Fernkampf. Wir nehmen extrem dichter Nebel. Er hat 8 Angriffskraft und ich habe 9. Was war da? Er hat Sonne. Nein! Er hat schönes Wetter gemacht. Hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Du mieses Stück. Ich muss noch irgendwas Fettes legen. Du musst den Arm... Warte mal, der macht hier versteckt alle Einheiten der Reihe. Dann nehmen wir den jetzt noch als Buffer. Jo. 12-10. Na, bitte. Der spielt immer noch mehr. Ah, so ein Dreck. Was macht der denn jetzt? Nein, weg. Lege diese Karte neben eine Karte mit dem Imperia. Okay, bringt ihm nichts. Wenn ich jetzt einfriere, dann haben unsere hier vorne alle samt 1. Also haben wir 3 und er hat 3 Punkte. Das ist irgendwie immer noch besser. Okay, pass auf. Einmal klirrende Kälte. Oh, unser wird trotzdem gebufft. Sehr gut. Feuerskorpion. What the, was? 9-11. Oh, ich muss immer noch... Oh. Wie soll ich denn nächste Runde gewinnen? Sag mal. Wir nehmen die Belagerung. Wird gebufft. Alles gut. Strömender Regen. Nein! Und ich hab nicht so eine blöde Scheiß-Wetterfront-Kack-Sonne-im-Arsch-Karte. Das gibt's doch nicht. Warte mal, 7-12. Ich mache jetzt nichts. Ich passe. Passe. Ich muss sie... Ich brauche ja noch was für die andere Runde. Ah. 11? Was? Wieso... Ich habe die Runde gewonnen, es ist egal. Irgendwas habe ich getan, die Runde. Uff. Er hat nur noch eine Karte und ich habe 4 Karten. Bam, damit müsste ich dich am Sack haben, du Arsch. So, Sabrina, aufs Feld. Extrem dichter Nebel. Ach, du bist doch so ein Sack, ne? Aber er hat nichts mehr. Ha, ich habe doch jetzt schon gewonnen. Hier, pass auf. Du kriegst noch Siegfried. Na? Gepasst. Kann ich jetzt auch passen? Ich kann ja jetzt noch Sabrina spielen, oder nicht? Was hat er denn eigentlich hier für so einen komischen Futzel? Warte mal. Der hat doch eine Kraft. Durchsuche deinen Nachtsichtstapel nach strömender Regen. Das hat er schon getan, oder war das jetzt... Extrem dichter Nebel. Okay. Dann spiele ich jetzt hier noch sie aus. Sheila. Und bin dadurch... bin dann fertig. Yay, wir haben gewonnen! Ja! Das erste Mal gewinnt. Oh, mein. Hab den Kerl gerettet. Ja! Zügle deine Begeisterung, Freundchen. Und sitz still! Sonst tust du dir noch weh. Aber er hat gewonnen. Und? Jetzt spielen wir was anderes. Genau, mein Spiel. Pass mal auf, wie es geht. Schlag verdammt nochmal zu! Ja,
Mein Spiel gefällt mir irgendwie besser. Danke. Und geht schneller. Wie soll ich dir nur danken? Die Nathalie-Karte würde reichen. Oh ja. Vielleicht siehst du eine andere vor. Ich habe eine ganze Reihe, die dir gefallen könnten. Ich hab's eilig. Die Nathalie-Karte. Natürlich, hier. Danke. Boah, ey, das erste Mal gewinnt. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Ja, jetzt schreibt ihr mir bestimmt ein, ja, das war das einfachste Spiel überhaupt im Spiel. Kann schon sein, aber ich bin trotzdem gerade sehr froh. So, Soltan, das war ja ein Akt. Wo ging's nochmal raus? Nur Zeit, wieder in See zu stechen. Puh. Und es ist jetzt schon abends geworden. Sag mal, Soltan, du warst doch gerade noch hier, oder? Ach nee, der will ja nicht mit ihm sprechen. Ich erinnere mich. Hallo. Du-dum, du-dum, du-dum. Boah, es ist immer so schön belebt. Novigrad ist schon schön, aber ich glaube, ihr seid dann, oder wir sind dann alle froh, wenn wir, jetzt langsam nach Skelly gekommen, aber es gibt halt noch so viel zu tun. Du siehst aus wie meine Plötze. Ich wollte es nur gesagt haben. Oh, halt. Soltan, wieso renne ich eigentlich immer an dir vorbei? Soltan? Geralt? Ich habe die Karten. Ich habe die Karten, Soltan. Ha, ich glaube, wir schaffen es, bevor die Schergen des Bettlerkönigs mich kriegen. Komm, ich habe in der alten Brauerei ein Treffen mit dem Käufer arrangiert. Er wird begeistert sein, dass wir alle Karten haben. Na, wenn das mal gut ausgeht, dann fress ich einen Besen. Die schlagen sich ja hier echt die Köpfe ein wegen einer Karte. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Ein gefährliches Spiel. Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über... Ich weiß nicht viel über ihn. Oh Mann, Soltan. Schade. Ich muss mal hier an der Stelle Pause machen. Wir werden uns dann mit dem Käufer das nächste Mal beschaffen. Was? Ihr wisst schon. Ich kann es kaum erwarten, den Bettlerkönig vom Hals zu haben. Es ist einfach, wie gesagt, es ist total warm. Bitte entschuldigt, wenn ich mal ein bisschen Brain AFK bin zu dieser Zeit. Egal. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und ja, ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.